Das haben wir vermisst. Angela Merkel kann wieder strahlen. Vorbei ist die traurige Phase, in der ihr vielbeschäftigter Mann Joachim Sauer keine Zeit für sie hatte. Dank einer überraschenden Schicksalswende kann sich die frühere Bundeskanzlerin jetzt über ihr neues Glück mit 67 freuen. Endlich wird alles gut. In Kürze starten in Italien, der beruflichen Heimat von Joachim Sauer, die Semesterferien. Das heißt, der 73-Jährige hat als Chemieprofessor an der Universität der Wissenschaften in Turin frei und kann sich ganz seiner Frau widmen. Die einsamen Momente, die Angela Merkel zuletzt durchmachen musste, die waren einmal. Jetzt zählt nur noch die Zweisamkeit, die sich das Paar so sehr verdient hat. Wie man hört, schmieden die beiden auch schon fleißig Urlaubspläne. Man darf gespannt sein, wohin die Reise geht. In die Südtiroler Berge, wo die zwei leidenschaftlichen Wanderer so gut entspannen können? Oder holen sie die Städtetrips nach, die Angela Merkel bei ihrem Italienbesuch vor wenigen Wochen kurzfristig ohne Mann unternehmen musste, weil er wieder einmal verhindert war? Besonders romantisch wäre aber auch ein Besuch ihrer italienischen Lieblingsinsel Ischia, die zu verträumten Spaziergängen einlädt. Egal, wo es die beiden auch hinziehen wird, diesmal wird sie nichts und niemand stören.